Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Change Pokémon Heart Gold und wir sind hier beim Intendanten. Oh, hast du ihn etwa schon besiegt? Vielen Dank, wirklich, vielen Dank. Mit deinen tapferen Taten hast du jedes einzelne Pokémon im Land gerettet. Na gut, jemand wie du ist würdig, dies zu besitzen. Bitte akzeptiere meine Gabe. Goldboy erhält Buntschwinge und die verstauen wir gleich mal in den Basis-Items. Diese Buntschwinge wurde an der Spitze des Turms entdeckt, der hier früher stand und der später zu diesem Radiosender umfunktioniert wurde. Mit Hilfe der Buntschwinge kannst du in Tixi den Glockenturm erklären. Diese Geschichte hat mir mal eine Bekannte aus Ammonia City erzählt. Gut, dann will ich mal langsam wieder in mein Büro zurückkehren. Mach's gut! Ah, jetzt hätte ich ihn eigentlich nochmal weiter schön so sprechen können. Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Meine Bekannte in Ammonia City sagte, selbst wenn man mit der Buntschwinge den Glockenturm erklimmt, sei das noch lange nicht genug, um das legendäre Pokémon zu sehen. Sie meinte, dafür benötigt man noch einen zusätzlichen Gegenstand. Hat sie mir eigentlich gesagt, welchen? Oder hat sie es mir doch nicht gesagt? Wie war das noch gleich? Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, keine Sorge, ich bin schon fertig. Diese Technik nennt man Antäuschen. Alles klar, jetzt gehe ich aber wirklich mal zurück in mein Büro. Oh Mann, was ein Quatschkopf. Und unser lieber Phil ist ja hier an erster Stelle, wie ich sehe. Na Phil, wie geht's dir? Oh. Phil gibt sein Bestes, um mit dir mitzuhalten. Oh, dann ist er scheinbar, wenn ich mal eben auf Pokémon schaue. Oh Gott. Oh, unser Team wurde ja mal richtig kaputt gemacht. Meine Güte. Ah, Phil ist auch noch paralysiert. Ah, okay. Also unser erster Stopp sollte dann mal lieber das nächstgelegene Pokémon-Center sein. Also Frank hat hier scheinbar einige Kämpfe bestritten und den Rocket-Vorstand hier einen nach dem anderen auseinandergepflückt. Und die scheinen doch ganz schön stark gewesen zu sein, wenn zwei unserer Pokémon besiegt sind. Kadabra und Phil sehen auch nicht mehr ganz so, ja, frisch aus, möchte ich mal sagen. Gut, wir hauen erstmal ab. Pokémon Center, wie gesagt, ist der nächste Halt. Und dann gehen wir zurück in die eine Stadt, wenn ich jetzt auf den Namen kommen würde. Auf jeden Fall dort, wo wir schon mal waren. Jetzt müssen wir zur Route 44, ist es, glaube ich. Und Richtung Eishöhle, damit wir in die Stadt kommen, wo dann der letzte Orden auf uns wartet. Und dann geht es schon langsam aber sicher Richtung Pokémon Liga. Also, da dürft ihr euch auf jeden Fall auf etwas gefasst machen. Und ich würde sagen, wir heilen unsere Pokémon mal eben schnell. Und dann schnappen wir uns wieder das Taubsi hier aus der Box. Und fliegen mal eben eine Runde rüber, damit wir dann auch in die Stadt kommen, wo wir hinwollen. So, die sind schon mal wieder fit. Kommen bald wieder zurück. Ja, sehr gerne. Und dann wollen wir doch mal eben auf Bills PC gehen. Und zwar, dann müssten wir uns einmal hier das kleine Taubsi schnappen und einmal Phil schnell ablegen. Keine Sorge, Phil, ich komme gleich wieder und sammel dich ein. Und übrigens, ich habe eben noch mal einen kleinen Blick auf den Part von Xenix geworfen. Also nicht, was er dort gemacht hat, sondern nur, ob vielleicht der ein oder andere wirklich der Aufforderung nachgekommen ist, bei der Videobewertung auf süß zu klicken. Und sage und schreibe, genau, hier wollen wir hin, Ebenholz City. Sage und schreibe, 14 Leute, beziehungsweise ich habe es ja auch gemacht, also 13 Leute von euch haben wirklich noch auf süß geklickt. Geile Aktion, Leute. Mal schauen, was er dazu in seinem nächsten Part sagt. Ich habe ihn auf jeden Fall nochmal darauf hingewiesen, dass er sich doch mal die Videobewertung seines Videos anschauen möchte. Geile Aktion. Also echt cool, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wirklich so viele das in Erinnerung behalten. Vor allem, weil ich es ja ziemlich zu Beginn des Partes schon gesagt hatte und dann am Ende gar nicht mehr darauf hingewiesen hatte. Auf jeden Fall ein cooler Spaß gewesen. Mal schauen, was da jetzt noch so nachkommt. Nein, ich will gar nicht mal aufs Lagerungssystem zugreifen. Ich will erstmal hier raus. Und jetzt geht's Richtung Route 44. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen hier alles gemacht haben. Hoffe ich mal. Ich weiß es jetzt nicht. Ne, die haben ja nur einen Radioturm gemacht. Okay. Also wir schnappen uns hier erstmal die erste Aprikoko. Und dann würde ich mal sagen, kämpfen wir richtig schön gegen die ganzen Trainer bis zur Eispassage. Da werden wir es wahrscheinlich heute nicht schaffen. Aber ist natürlich auch nicht so wild. Wir haben ja noch zwei Kollegen. Ich werde gewinnen. Hundertprozentig. Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Herausforderung von Psycho René. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich ein Problem.
Auch noch Flugpsycho, das ist natürlich super. Das ist genau das, was Phil überhaupt nicht gebrauchen kann. Da versuche ich mal mit einer normalen Hornattacke irgendwie mein Glück. Oh, Schwein gehabt. Natu wurde besiegt. Und Phil erhält 421 Kadabra. Ja, da wechsle ich mal eben das Pokémon. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich mit meinem Kampf hier nicht sonderlich weit komme gegen Kadabra. Da sollte Zahnstein doch mit seiner Unlichtattacke schon ein wenig mehr auf dem Kasten haben mit dem Gegenstoß. Er macht Reflektor, okay. Erhöht die Verteidigung. Wir setzen Gegenstoß ein. Dann wollen wir mal schauen, wie viel Schaden das so an dem kleinen Kadabra macht. Oh, ein One-Hit. Sehr effektiv. Sehr schön, Zahnstein. Also Gegenschlag hat sich doch schon mal gelohnt, würde ich sagen, dass wir das gemacht haben. 900 Erfahrung. Meine Güte. Ah, eine schockierende Niederlage. Ja, ja, du kleiner Bengel. So, wir sammeln hier natürlich fleißig auch die Items ein. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl oben oder unten lang. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach erstmal oben rum. Und wir schauen uns eh beide Wege an. Ich will ja immer hier alle Trainer mitnehmen. So, hier haben wir dann den nächsten. Das ist ein Angler. Na, besten Dank. Jetzt ist mir das Quapsel durch die Lappen gegangen. Das schreit nach Genugtuung. Eine Herausforderung von Angler Alfred. Eieiei, mal schauen, was der so hat. Ein Goldini. Ach, wie süß. Phil, zeig mal dem Goldini, was ein ordentlicher Durchbruch ist. Und brich es einfach schön in der Mitte durch. Dann ist hier mal Feierabend, Schicht im Schacht. Schau, Goldini, wir riechen uns später. Oh, Phil erhält 600 EP. Sehr schön. Noch ein Goldini, da wechsle ich doch mal nicht. Wir wollen Phil schließlich nochmal vielleicht ein Level abspendieren. Und unsere festen Team-Pokémon, habe ich gerade eben vorhin gesehen gehabt, als ich das Team mir mal angeschaut habe, haben eigentlich alle, sind ganz gut, liegen ganz gut zusammen in einem Levelbereich. Das gefällt mir super, dass die hier alle schön ausgeglichen trainiert werden. Und ein Gold King, na das ist doch super, da wird es nochmal einen ordentlichen Erfahrungsboost geben für unseren kleinen Phil. So. Ich glaube, alle sind 35 und Kadabra war 36 sogar. Oder war Eva auch schon 36? Müssen wir gleich nochmal schauen. Habe ich jetzt gerade gar nicht hundertprozentig in Erinnerung. Und Phil erhält 1020. Das ist doch mal schön. Mir reicht's langsam. Jaha, kannst du mal sehen, mein Lieber. So. Aber ich muss zugeben, der Kampf an sich war gar nicht schlecht. Hör zu, beim Angeln zieht es von Zeit zu Zeit Items an Land, die die Leute ins Wasser geworfen haben. Das nächste trete ich dir ab. Du verrätst mir auch deine Telefonnummer. Ja klar, Süßer. Hier, ganz arm. Meine Güte, dass hier alle unsere Telefonnummer immer haben wollen. So, ein Blick auf Pokémon verrät uns dann, dass Eva 35 ist. Na okay. Also, Kadabra ist momentan der am höchsten gelevelte hier im Team. Und der hat mal eine ordentliche Reichweite hier. Hört sich wieder nach so einem Psycho an. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu kriegen. Wird hier aber auch nicht... Ach, ein Pokémaniac. Akira. Okay. Rihorn. Oh, Typ Gestein und Boden. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall Gestein. Da dürfte der Durchbruch dann effektiv sein. Und das Rihorn hoffentlich aus den Latschen kippen lassen. Yep. Trotz der hohen Verteidigung von Rihorn hat es leider keine Chance gegen unseren Phil. Und Level Up für Phil. Yes. Sehr gut. Oh, 3 KP dazu. Meine Güte, Phil ist schon ein toller Kerl. So ein tolles... Was? Ich habe viel zu schnell geredet. Oh nein! Was wollte ich sagen? Pokémon mit ungewöhnlichen Farben sind wertvoller als normale. Was? Befindest du nicht? Ich werde jetzt Phil erstmal gegen Eva tauschen. Dann werden wir die auch nochmal auf 36 bringen. Und ey, sehr schön. Hier liegt noch ein Item, ein Hyperball. Den kann man immer gebrauchen. Rein damit in die Tasche. Und geht's hier runter. Okay, hier geht's dann schon weiter. Das heißt, wir werden jetzt nochmal den unteren Weg hier lang marschieren. Hallöchen. Man sieht schon an deinem Auftreten, dass du ein guter Trainer bist. Ich kenne mich gut mit Pokémon aus. Dafür habe ich einen Blick entwickelt. Na denn, zeig uns mal, was du kannst, Ast-Trainer Stan. Oh, ein Glutexo. Ich würde mal sagen, da haben wir doch genau die richtige nach vorne gepackt. Eva, komm, Surfer, und dann dürfte das Glutexo eigentlich nichts mehr zu melden haben. Ja, war doch sowas von klar.
Und das sollte gut Erfahrung geben. Oh, 800 ist doch schon mal was. Und als nächstes ein Magnetilo. Da wechsle ich das Pokémon aber trotzdem mal. Zahnstein. Magnetilo ist ja Elektro und Stahl. Und die Elektroattacken sind immerhin gegen Zahnstein schon mal... ja, nicht uneffektiv, sondern sogar... Die haben gar keinen Effekt auf ihn, weil er Boden ist. Und der wehrt die Attacke schon wieder ab. Und ja, seine Attacke geht daneben. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Also, Steinhagel, bitteschön, Zahnstein. Hoffe ich mal, dass das Magnetilo... Ah, das ist nicht sehr effektiv. Oh, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Metallsound, Spezialverteidigung sinkt. Okay. Machen wir nochmal einen Steinhagel. Wundert mich sogar, dass wir schneller sind als Magnetilo. Na gut, warum nicht? Setzt nochmal... Nein, nicht verwirren! Warum machst du das? Das tut doch nicht Not. Jetzt wurde unser kleiner Zahnstein auch noch verwehrt. Ich hoffe mal, dass der sich jetzt nicht selbst haut. Ja, er setzt Steinhagel ein. Dann kriegt er doch nochmal schön einen kleinen Erfahrungsboost hier gegen das Magnetilo. Na, das sollte doch bestimmt auch so 500 sogar. Eieiei. Ja gut, die Level wären natürlich immer höher. Boah, das war der tolle Reinfall. Allerdings, mein Lieber, allerdings. Du kämpfst auch nicht hier gegen irgendjemanden, sondern gegen unser super ausgeglichenes Team. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Joa. Komisch. Ich habe irgendwie noch keinen starken Gegner bisher getroffen. Ass-Trainer Cora. Eieiei. Oh, böse. Voltilam. Elektro jetzt. Jetzt muss ich mir was überlegen. Da werde ich schnell wieder wechseln. Das hat keinen Sinn. Das ist mir... Da ist mir die Gefahr zu hoch, dass Eva irgendwie einen auf den Deckel bekommt. Und ich will Eva ja nicht leiden sehen. Von daher... Baumwollsaat. Okay, was ist das jetzt schon wieder? Paralyse oder so? Ne, Initiative sinkt stark. Okay, wenn die Initiative sinkt, könnten wir mal einen Gegenstoß machen. Na, wir sind trotzdem noch schneller. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil Gegenstoß natürlich wesentlich mehr Schaden macht, wenn wir als zweites angreifen. Okay, er senkt nochmal unsere Initiative. Könnten wir ja mal hoffen, dass wir jetzt doch noch langsamer geworden sind. Ja, jetzt macht er Tackle als erstes. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte dieser Gegenstoß jetzt ausreichen. Auch wenn der erste nicht mehr als die Hälfte gemacht hat. Aber dadurch, dass er jetzt stärker ist, genau. Und nein, Zahnstein ist paralysiert. Das ist natürlich schlecht. Eva hält 183 und Zahnstein ebenso. Und ein Bluebella. Das ist Pflanze, oder? Pflanze, Pflanze, Pflanze. Da müssten wir wechseln am besten auf Phil. Phil hat immerhin eine Flugattacke. Und ist mit seinem Käfertyp natürlich auch nicht sonderlich anfällig gegen die ganzen Pflanzenangriffe. Bluebella. So, dann zeig doch mal deine Aeroass, Phil. Und dann wollen wir mal schauen, wie viel Schaden das dem Bluebella reindrückt. Och ja, immerhin. Sehr effektiv. Nein, das gibt's doch nicht. Viele Pokémon sollen ja noch verwehrt sein, paralysiert sein aus unserem Team. Ja, wir machen jetzt einfach nochmal. Zauberblatt dürfte nicht allzu viel Schaden machen, denke ich. Ja, 8, das ist ja lächerlich. So viel, dann mach mal deine Aeroass. Und dann ist das Bluebella hier auch Geschichte. So, Bluebella wurde besiegt. Phil erhält 1100. Eieiei, da hätten wir ja schon fast ein anderes Pokémon. Nein, so sollte das auf keinen Fall enden. Tja, liebe Cora, da hast du nicht mitgerechnet, oder? So, hier ist noch ein Angler, da hat unsere Eva natürlich einen Vorteil. Ich angle so lange, bis ich nicht mehr kann und ich kämpfe bis zum Umfallen. So handhabe ich das mit meinem Pokémon. Und ich werde dir zeigen, wer hier den längsten hat. Also die längste Route. Angler Albin, okay. Ein Remoraid. Okay, scheint auf jeden Fall aber schon mal Wasser zu sein, also hauen wir doch mal einen Donnerblitz rein, oder? Das dürfte doch dann eigentlich dafür sorgen, dass das Viech aus den Latschen kippt. Yay, Eva, du bist so toll. Meine Güte, die hat echt Wumms. Und 468 Erfahrungen. Als nächstes nochmal ein Remoraid. Ja, da behalten wir doch unsere Eva draußen. Haben wir gesehen, dass die mit ihrem Donnerschock, Donnerblitz, ordentlich reinknallt. Und das Remoraid dann gleich ziemlich alt aussehen lässt. Sehr gut, das ist sehr effektiv. Und Remoraid wurde besiegt. Eva erhält Erfahrungspunkte. Und... Irgendwas ist schiefgelaufen. Ja, mein Lieber. Haha.
unser Wasser-Pokémon ist halt um einiges besser als deins. Und okay, damit sind wir hier durch. Ich werde mal eben schnell die Pokémon nochmal heilen. Und dann... Oder Moment, wir können es auch anders machen. Wir lassen einfach den guten Xenix dann hier raus, dann kann er die Pokémon heilen und weiß hoffentlich, was er zu tun hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls dem so ist, ihr wisst ja, ihr dürft das Video gerne bewerten. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen bei Let's Change Pokémon Heart Gold. Bis dahin, euch noch schöne Tage. Macht's gut.